müssen uns helfen, Herr... Mendlich, Max Mendlich. Nein, diese schrecklichen Vorkommnisse müssen mit absoluter Diskretion behandelt werden. Eins darf ich vorstellen, mein bester Mann, Herr Mendlich. Nein, nein, diesen Fall auf keinen Fall. Mord mag ich nicht. Was mögen Sie denn, Herr Mendlich? Meine Zeitung zu Ende lesen. Nach dem Frühstück lese ich die Zeitung. Halte. Also, Sie wollen den Fall nicht annehmen. Ich muss ja. Oh, das höre ich zum ersten Mal. Ich brauche doch eine neue Lokomotive. Und da habe ich eine gesehen, die ist herrlich. Herzversagen. Tritt am Ende bei jeder Todesart ein. Ja, ja, ja. Das macht mich ja so wütend. Sagen Sie, war das vielleicht an demselben Tag, an dem dem Salatkoch das Toupet abhanden gekommen ist? Was? Das wissen Sie auch schon. Sagen Sie, wer sind Sie denn eigentlich? Spionieren Sie mir nach? Ohne Spesen geht's nicht. Und wenn es sich um 50.000 Franken handelt, dann muss das schon drin sein. Sie müssen doch wissen, wohin Sie Ihr Telegramm schicken wollen. Natürlich weiß ich das. Von Warschau nach Zürich. Sie meinen von Zürich nach Warschau? Nein, umgekehrt. Ein kleiner Scherz, verstehen Sie?